Ich habe die Befürchtung, dass wir unsere Fichte im Reinhardswald nicht mehr retten können. Dass das innerhalb von 2 Jahren hier regelrecht ausgelöscht wird, unvorstellbar sowas. Hier hat der Käfer gewütet. Traurig, der Anblick. Dramatische Bilder aus dem Reinhardswald. Haben Hirsch und Luchs hier überhaupt noch eine Zukunft? Wird der Wald, wie wir ihn kennen, Bestand haben? Und was können die Forstleute dafür tun? Wir hoffen, dass wir sie groß kriegen. Schier endlose Brachflächen. Mitten in Hessens größtem geschlossenen Waldgebiet. Der Reinhardswald, ganz oben im Nordosten, ist von Waldschäden besonders stark betroffen. Wir heften uns an die Fersen von Förster Christoph Fadersen und der Forstleute Björn Feuerstack und Vanessa Schulz. Ein halbes Jahr lang wollen wir sie begleiten und erleben, wie es um den Wald tatsächlich steht und wie seine Zukunft aussehen könnte. Ende Juni treffen wir die drei das erste Mal. Sie fällen Fichten, die der Borkenkäfer massiv befallen hat. Ja, hier sieht man ganz gut, dass das Bohrmehl vom Käfer hier am ganzen Baum verteilt. Traurig, der Anblick, weil wie man hier sieht, es ist alles braun. Es könnte so schön grün sein, aber hier hat der Käfer gewütet. Sie fällen die Fichten gerade rechtzeitig, um sie noch verkaufen zu können. Die Bäume sind jetzt in so einem Zustand, dass sie halt von Weitem eigentlich noch relativ gut aussehen. Relativ grün und alles in Ordnung. Aber der Käfer hat sich oben im Kronenbereich schon eingebohrt. Der Baum ist befallen. Und das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis dann halt die Nadeln runterfallen und der Baum braun wird und abstirbt. Wenn das passiert, werden die Stämme bald kaum noch verwertbar sein. Die Fichte aber ist der Wirtschaftsbaum Nummer 1 in unseren Wäldern. In den vergangenen 200 Jahren hat der schnell wachsende Baum waldbaulich immer mehr an Bedeutung gewonnen. Fichtenmonokulturen brachten reichlich Erträge, bis die großen Stürme kamen und mit ihnen die extreme Trockenheit. Damit hatte der Borkenkäfer leichtes Spiel, auch hier im Reinhardswald. Für Revierförster Christoph Fadersen und sein Team hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Gegen einen Feind, der ganze Bestände vernichtet. Und wenn man jetzt einmal unter die Rinde schaut, sieht man, dass er im Bast sozusagen seinen Brutraum findet. Der Altkäfer bohrt sich ein, legt diese Muttergänge an. Dadurch kommt es relativ schnell zu einem Absterben der Feinwurzel. Die Wasseraufnahme wird erschwert. Und der Baum beginnt abzusterben. Und in kürzester Zeit entstehen aus einer besiedelten Fichte ganze Käfernester. Die können Umfänge von mehreren hundert Bäumen haben. Das kann rasend schnell gehen. Und diese Nester, die müssen wir lokalisieren und aufarbeiten. Sie kommen kaum hinterher. Lernen sogar externe Mitarbeiter, zum Beispiel Studenten, an, solche Käfernester aufzuspüren. Weil den Bäumen das Wasser fehlt, können sie nicht mehr genug Harz bilden. Das würde die Borkenkäfer normalerweise abwehren beim Versuch, sich in die Bäume einzubohren. So aber sind sie schutzlos. Die Folge? Ganze Flächen von 50 bis 60 Hektar gingen verloren. Und da war eigentlich hier im Reinhardswald, kann man sagen, der Punkt, wo wir dachten, wir können es nicht mehr schaffen. Und da wurde das wirklich von Monat zu Monat schlimmer. Wir hatten teilweise 3 Harvester im Revier, 5 Rückezüge, aber wir kamen einfach nicht hinterher. Dass Bestände, an denen Förster, ganze Förstergeneration gearbeitet haben, die sie waldbaulich nach bestem Wissen und Gewissen durchforstet haben, dass das innerhalb von 2 Jahren hier regelrecht ausgelöscht wird. Das war eigentlich bis vor kurzem, kann man sagen, unvorstellbar sowas.
Der Holzmarkt ist regelrecht überschwemmt. Die Preise im Keller. Alleine Hessenforst musste im vergangenen Jahr 2019 etwa 3 Millionen Festmeter Fichte verkaufen. Alles Holz, was kalamitätsbedingt angefallen ist, also sprich Holz aus Windwurf und frisches Käferholz. Ja, da blutet einem Forstmann schon sehr das Herz, wenn man das sieht, wie dieses Holz jetzt in Massen anfällt und wir praktisch nichts mehr dafür kriegen. Doch was passiert auf den riesigen Kahlschlagflächen, wenn die Fichte hier nicht mehr gedeiht? Förster Fadersen kontrolliert eine Schonung, die vor einem Jahr gepflanzt wurde. Wo früher ein ausgedehnter Fichtenwald stand, sollen in Zukunft Eichen wachsen. Sie werden in dieser Lage, mit diesem Boden, hoffentlich besser zurechtkommen. Das ist schon ein Standort der Extreme, kann man fast sagen. Wir sind hier auf der Reinhardswald-Plateaulage und wir haben hier sogenannte wechselfeuchte Standorte. Das kann man sich so vorstellen, dass die im Winter und im Frühjahr und nach Starkregenereignissen eigentlich sehr, sehr nass sind. Hingegen im Sommer und im Herbst eigentlich knochentrocken, betonhart sind diese Standorte. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Fichte, die hier vorher gewachsen ist, auch umgefallen ist und das hier nicht überlebt hat. Hier sieht man das, hier ist einer unserer Pflanzstäbe, die Pflanzreihen markieren, auch umgefallen. Und wenn man jetzt versuchen wollte, den in den Boden zu kriegen, merkt man, es ist fast unmöglich. Betonhart ist es hier. 15.000 junge Eichen. Auf ihnen ruht jetzt die Hoffnung der Förster. Wie werden sie sich entwickeln? Natürlich wollen wir einen stabilen und strukturreichen Mischwald hier begründen, der auch, ich sag mal, den Klimawandel überstehen kann. Und da fällt natürlich die Fichte völlig raus. Und wir brauchen hier Baumarten, die sowohl Trockenperioden überstehen können, als auch eine kontinuierliche Temperatursteigerung. Und da ist die Eiche eigentlich prädestiniert für. Im Gegensatz zur flachwurzelnden Fichte reicht die Eiche mit ihren Pfahlwurzeln viel tiefer in den Waldboden. Hallo, jetzt wollen der Förster und sein Team wissen, wie viele der Eichensetzlinge nicht angegangen sind. Denn die Baumschule, von der die Jungpflanzen stammen, hat eine Garantie für ihr Anwachsen gegeben. Über 100.000 Eichen haben sie insgesamt in ihrem Revier gepflanzt. Für eine 250.000 Euro. Ja. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte haben wir durch. Okay. Und es ist recht unterschiedlich. Manche Reihen stehen sehr gut, in anderen Reihen sind wieder so einige Ausfälle. Ich denke, das ist so ein bisschen, je nachdem, wie der Standort da gerade ist. Also wir haben Anwuchsprozente von 95. Naja, das passt 95%. Ja. Naja, das deckt sich dann ja auch mit unseren Beobachtungen, die wir jetzt die letzten Wochen hier schon hatten auf der Fläche. Gott sei Dank hatten wir im Frühjahr und Sommer immer wieder die Regenereignisse. Ne? Ja. Die stehen also sehr gut, also besser, wie ich dachte. Ja. Besser, wie ich dachte. Tja, dann müssen wir jetzt nur noch hoffen, dass wir die Eichen auch durch den Winter kriegen und die Mäuse nicht ein allzu großes Problem werden. Da baut Forstwirtschaftsmeister Björn Feuerstack auf Hilfe von oben. Mit einer Praktikantin stellt er sogenannte Julen auf. Sitzstangen für Greifvögel, die natürlichen Fressfeinde der Mäuse. Hauptsächlich eigentlich die Nachtgreife und die Bussarde. Also die tagsüber die Bussarde, also der Mäusebussard. Nachts werden Eulen die Mäuse hoffentlich in Schach halten. Die sind, neben Rehen und Rotwild, jetzt die Hauptgefahr für die kleinen Eichen. Doch der Reinhardswald mit seinen über 200 Quadratkilometern ist nun mal auch Lebensraum für Wildtiere. Nicht nur Jagdbare, auch Räuber. Der Wolf war hier schon 5 Jahre heimisch. Und an den Hängen, die zur Weser abfallen, wurde jetzt auch, wieder einmal, der Luchs gesichtet. Einem Luchs in freier Wildbahn zu begegnen, ist schon etwas Besonderes. Im Revier Wesertal ist Christoph Fadersen genau das passiert.
Heute ist er verabredet mit dem Wildbiologen Markus Port von der Uni Göttingen. Sie kontrollieren die Wildkameras, wollen wissen, welche Tiere durchs Revier streifen. Als wir das letzte Mal die Kamera hier kontrolliert haben. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. 4-5 Wochen würde ich sagen. Also von daher sind unsere Chancen nicht so schlecht, dass wir tatsächlich einen Luchs drauf haben könnten. Ja, willst du schauen? Das ist schon mal ein Fuchs. Noch mal ein Fuchs. Das ist ein Waschbär. Noch mal ein Fuchs am Tag. Eine Wildkatze. Auch schön. Und da, tatsächlich, da ist er. Das gibt's doch nicht. Ungefähr da drüben ist er gestanden. Ist auch am Tage. Meinst du, das könnte einer der Luchse sein, die wir letztes Jahr hier im Dezember auch gesehen haben? Ja, ich gehe stark von aus. Ne? Also von den Fellmustern sehen die schon stark ähnlich aus. Das dürfte einer der jungen Luchse gewesen sein. Mhm. Und die hat Christoph Fadersen Ende 2019 selbst aus allernächster Nähe beobachtet. Ja, das war im vergangenen Jahr, kurz vor Weihnachten, eigentlich ein Arbeitstag wie jeder andere. Ich fuhr morgens vom Forsthaus ins Revier und sah plötzlich auf der Böschungskante eine Luchsin stehen. Und diese Luchsin, die guckte immer so, ich sag mal, über die Straße überweg auf die andere Seite. Und ich dachte mir schon so, na, ist da ein Reh oder wonach guckt die? Und guck so links aus dem Fenster und sehe da plötzlich zwei Jungluchse. Und da gelang mir dann auch ein ganz nettes Foto von. Und aus dem Augenwinkel sah ich dann, da gab es noch mehr. Es waren nachher insgesamt 4 Jungluchse. Wir waren, glaube ich, beide ein bisschen verwundert, dass wir da aufeinander trafen. Aber sie hat sich dann auch rasch aus dem Staub gemacht. Wie groß ist die Chance, dass der Luchs dauerhaft bleibt, wenn sich die Wälder gleichzeitig so grundlegend verändern? Alte Fichtenmonokulturen bieten vielleicht noch eine Weile Deckung. Doch mit deren Zusammenbruch werden erneut riesige Freiflächen entstehen. Freiflächen, die irgendwann auch wieder Erträge bringen sollen. Wie also lässt sich dem Luchs helfen? Wir wirtschaften so naturnah wie irgend möglich, versuchen das zu nutzen, was die Natur uns gibt. Und mit Blick jetzt auf die Kulturen und den Baumartenwechsel kommen wir eigentlich nur auf den besprochenen Problemstandorten hier auf den Reinhardswald-Höhenlagen, wo wir pflanzen. Ansonsten nutzen wir das, was natürlich kommt. Und das ist wahrscheinlich die beste Hilfe, die wir dem Luchs hier geben können. Diese Fichtenbestände waren ja eigentlich relativ artenarm. Und was da auf diesen Kahlschlagflächen entsteht, da, wie gesagt, da wächst sehr viel nach. Da entsteht eine Krautschicht, Strauchschicht, da wachsen Brombeeren, da wachsen Blütenpflanzen nach. Und irgendwann wird doch wieder ein Wald entstehen. Und aus Gesichtspunkten der Artenvielfalt werden diese Flächen in wenigen Jahren eigentlich viel mehr, eine viel größere Artenvielfalt hervorbringen, als das die Fichtenbestände vorher getan haben. Da wird es auch viele Nagetiere geben, die wiederum Nahrung für die Wildkatze sind. Also ich denke, viele Wildtiere werden in dieser ersten Phase tatsächlich erstmal profitieren. Der Biologe ist optimistisch, dass dem Luchs der Umbau des Waldes langfristig nicht schadet. Allerdings wechseln die Großkatzen gerne immer mal zwischen diesseits und jenseits der Weser ihre Reviere. Ob also der Luchs im Reinhardswald bleibt, hat nicht allein mit dem Zustand des hiesigen Waldes zu tun. Hier am östlichen Rand des Reinhardswaldes wachsen seit mehr als 2 Jahrhunderten schon Eichen, denen auch die Stürme und Trockenjahre der jüngsten Vergangenheit offenbar nicht schaden konnten. Dicke Bäume mit sattem grünen Laub. Der Kontrast zum Hochplateau könnte nicht größer sein. Wo ihre Kronen etwas Licht auf den Boden lassen, haben sich, ganz natürlich, junge Sämlinge entwickeln können. Vanessa und Björn graben diese Wildlinge aus, um sie später auf einer verwüsteten Fläche auf der Höhe wieder auszupflanzen. Ob sie an einem neuen Standort angehen? Ja, das sind
auf jeden Fall gute Pflanzen, sind zwar relativ klein, sind aber sehr guten Zustand. Also wenn man das jetzt mal ausgraben, kann man halt auch sehen, dass die Pfahlwurzel schön ausgeprägt ist. Ne, die ist also schön durchgängig lang, also nicht abgebrochen. Und das Wurzel-Spross-Verhältnis, also das ist Wurzel, das ist der Spross, das Verhältnis ist gut. Und die haben halt gute Chancen auch anzugehen. Jungpflanzen werden gerade knapp. Die Forstbaumschulen verzeichnen eine riesige Nachfrage. Warum also nicht nutzen, was vor der Haustür vorhanden ist? Die Idee ist einleuchtend. Wenn die Eltern sich als so widerstandsfähig erwiesen haben, könnten auch die Nachkommen das Zeug dazu haben. Immerhin stehen die Alten hier schon seit der Französischen Revolution. In 250 Jahren sind die so wie die anderen? Ja, das kann, glaube ich, keiner so genau voraussagen. Das werden wir sehen. Wir hoffen es, dass sie auch so alt werden wie die, die hier drin stehen. Aber ob sie es werden, das weiß wahrscheinlich keiner so ganz genau. Die Zeiten sind gerade nicht so, dass man eine Chance verstreichen lassen könnte. Zumindest den Versuch also wollen sie hier wagen. Sind am nächsten Tag aber erst einmal wieder mit kreischender Motorsäge unterwegs. Der ständige Einschlag von Käferfichten begleitet durch den ganzen Sommer. Und routiniert mittendrin Vanessa. Also der Grund, warum ich Forstwirtin geworden bin, ist eigentlich, dass ich schon immer in der Natur gerne war, viel im Wald unterwegs war, meinem Vater damals schon immer mal im Wald geholfen habe. Und wenn es nur Holzklötze schleppen war, habe ich mir gesagt, komm, jetzt lernst du Forstwirtin, gehst mal in eine Männerdomäne. Und so bin ich dann im Wald gelandet. Frauen sind in diesem Beruf noch immer eine Ausnahme. Also Sprüche muss ich einstecken, aber ich glaube, ich kann mittlerweile auch ganz gut austeilen. Vanessa weiß, wie wichtig ihre Arbeit ist. In einem Wald, der Wirtschaftsfaktor ist. Achtung! Aber auch Lebensraum für Flora und Fauna. Und Freizeitraum für den Menschen. Da kommt es ganz besonders auf Sicherheit an. Also die Käferfichten aus dem Wald zu nehmen, ist wirklich sehr wichtig, weil die Fichten stehen auch größtenteils wirklich am Weg. Das ist eine große Gefährdung für sämtliche Waldbesucher, auch für uns selber, wenn wir auf den Flächen arbeiten. Gibt es auch Beschwerden, dass die Wege nicht befahrbar sind zurzeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder dass man nicht reiten kann. Aber da muss die Bevölkerung wirklich Verständnis haben, weil wir versuchen wirklich alles Mögliche, dass dieser Wald sicher bleibt. Und das ist halt wirklich eine Aufgabe für den ganzen Sommer. Und doch, sie kommen nicht nach. Viele dieser Baumwüsten bleiben erstmal sich selbst überlassen. Hier drinnen zu arbeiten wäre viel zu gefährlich. Solche Bilder sind für Vanessa ziemlich frustrierend. Der Wald ist für die junge Frau Arbeitsplatz und Sehnsuchtsort. Sie liebt den Wald. Ich bin viel in der Natur schon immer gewesen. Ich reite sehr gerne mit dem Pferd durch den Wald. Am schönsten ist es denn wirklich morgens, wenn noch nichts los ist, man ganz alleine mit dem Pferd unterwegs ist. Wenn man wirklich niemanden trifft und wirklich mal eine Stunde bis anderthalb Stunden nur für sich und mit dem Pferd ist, das ist halt wirklich schön, um auch mal runterzukommen. Also früher, wenn ich durch den Wald geritten bin, dann habe ich mir einfach nur die Natur angeguckt. Mittlerweile, wenn ich durch den Wald reite, habe ich doch schon so einen beruflichen Blick drauf. Also man guckt dann doch schon mal auch, Mensch, da wird's trocken, da kommt wieder Verjüngung hoch, da hängt ein Trockenast über dem Weg. Also man guckt doch schon sehr. Auf ihren Waldritten kommt Vanessa an Stellen vorbei, die ungewohnt wirken. Hier stehen Bäume, die lange nicht im Interesse der Forstleute lagen, wie dieser Birkenhain. Fast ein Stück Skandinavien. Was für einen Wald wird die nächste Förstergeneration hier aufbauen? Wenn die Alten sich in die Dinge der Jungen einmischen,
ist das meist Stoff für handfesten Streit. Hier im Revier Wesertal ist das anders. Christoph Fadersen erwartet an diesem Morgen seinen Vorgänger Fred Schüler. Auf dessen Erfahrung greift er gerade jetzt besonders gern zurück. Schön, dass es dir auch passt. Unter Corona-Bedingungen? Genau. So, jetzt sind wir auf der Fläche hier, ne? Genau, um die Fläche geht's. 30 Jahre hat Fred Schüler dieses Forstrevier betreut. Die Fläche, das ist ein Waldstück, auf dem der Orkan Kyrill 2007 alle Bäume umgeworfen hatte. Förster Schüler hatte sie dann erstmal der Natur überlassen. Viele verschiedene Baumarten siedelten sich an. Buchen, Fichten, Douglasien, auch die südländische Strobe, eine wärmeliebende Kiefernart aus Norditalien. Vor vielen Jahrzehnten hatte ein Förster sie ganz in der Nähe gepflanzt, als Experiment. Jetzt wachsen schon ihre Nachkommen und sind wohl zur rechten Zeit zur Stelle. Hier muss jetzt gepflegt werden. Aber was genau ist zu tun? Dazu erhofft sich Christoph Fadersen Rat vom Vorgänger. Sein altes Revier so geschädigt zu sehen, hat den ziemlich getroffen. Also ich war dieses Jahr zu Anfang der Jagdzeit im April draußen und bin weinend mehr oder weniger nach Hause gefahren und bin dann tatsächlich 2 Wochen lang nicht mehr im Wald gefahren, weil es einfach wehtut, ne, die Flächen zu sehen, wie sie abgängig sind, ne, wie auch ja, die Verjüngung leidet. Ne? Es war ja nicht nur so, dass die alten Bäume, die man quasi oben betrachtet, ne, die waren braun. Man sah ja auch unten die Verjüngung, die war nicht grün, die war matt grün, grau. Ne? Das war also wirklich, da musste man tief Luft holen. Ne? Hat man da überhaupt noch Lust zu arbeiten? Also ich habe mich dann gerne mal hier nachmittags in die Weserhänge verkrümelt, wo die Welt im Wald noch in Ordnung ist, sage ich mal. Das ist immer so der Hoffnungsschimmer gewesen. Oder die Flächen, die wir jetzt läutern, wo jetzt der Wald der Zukunft erwächst, das ist das, was Spaß macht. Aber dieses Beerdigen und Abräumen der Fichte, das macht schon was mit einem. Das legt man abends auch nicht ab. Das ist schon so. Welche Baumarten werden es künftig nicht mehr schaffen? Und welche haben Zukunft? Die jungen Fichten wohl nicht. Hier muss deshalb jetzt durchforstet werden. Fred Schüler mit seiner Erfahrung soll Rat geben. Schön gemischt, aber hier wird es Zeit, dass wir die Fichte zurücknehmen hier. Wunderbar. Aber wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Luft, sonst werden sie erstickt und dann hast du gar nichts gewonnen. Ne? Der kommt zur richtigen Zeit jetzt, der Eingriff. Wenn ich dir helfen kann oder dir sagen kann, ne, ich würde hier die Strobe fördern, auf jeden Fall, weil das eine Baumart ist, die mit dieser Trockenheit, die jetzt auch in den nächsten Jahren zu erwarten ist, gut zurechtkommt. Ne. Dann würde ich die Buche hier rauspflegen. Ne. Genau. Die Buche auf jeden Fall erhalten wird, nicht, dass sie abgesägt wird. Die Douglasie würde ich fördern, ne, und ganz stark die Fichte zurücknehmen. Ne? Genau. Das erledigt ein Unternehmen aus Slowenien mit erfahrenen Waldarbeitern, die hier schon seit Jahren immer wieder in der Kulturpflege im Einsatz sind. Sie schaffen Luft und Platz für die jungen Bäumchen, denen die beiden Förster Chancen einräumen. Und eine Baumart, die im Wald bisher wenig geschätzt war, bekommt durch den Klimawandel und seine Folgen hier plötzlich eine besondere Wertschätzung. Die Birke. Die kommt hier auf jeden Fall besser zurecht als die Fichte auf diesen Standorten. Und wo eine schöne Birke ist, nehmen wir die auch mit. Was macht man denn mit Birke? Also wir versuchen sie schnell zur Zielstärke zu bringen. Und dann ist hier auch durchaus ein schönes Möbelholz beispielsweise. Birke war ja jahrzehntelang immer das Unkraut des Försters. Ne? Eine gute Birke ist eine Appelbirke, ne? Weg. Okay, die wird nicht so alt wie eine Buche, ne? Aber 60 Jahre wird eine Birke immer. Genau. Und warum nicht auf die Birke wirtschaften? Das kann stabile Wälder geben, die sehen dann zwar anders aus und wird sich das Auge dran gewöhnen, aber wir haben einen Bodenschutz und wir haben einen Ertrag auf der Fläche. Die Förster müssen umdenken und tun es auch. Statt maximalem Ertrag größtmögliche Stabilität für die künftigen Wälder.
Hier auf der ehemaligen Windwurffläche werden schon die Lehren gezogen. Eine davon: richtig ist, was mit dem künftigen Klima klarkommt. Und wenn's eine Birke ist. Doch für einen Wald, wie immer er in Zukunft aussehen wird, ist es notwendig, auf ein Gleichgewicht von Vegetation und Wildtieren zu achten. Der Wald ist nun mal ihr Lebensraum. Und vor allem die jungen Bäume sind für manche Waldbewohner eine Delikatesse und deshalb besonders gefährdet. Im Reinhardswald kommt eine große Bedeutung dem Reh- und Rotwild zu. Das seltene weiße Rotwild steht auch während der Jagdsaison unter besonderem Schutz. Kein Jäger würde hier den Abzug drücken. Doch an manchen Stellen im Reinhardswald ist der Verbiss der Jungpflanzen so groß, dass gehandelt werden muss. Björn Feuerstack nimmt uns an einem Abend Anfang August mit zur Jagd. Eine Woche lang jagt er hier jeden Tag. Heute wird Björn mit vier anderen Kollegen im Revier ansetzen. Sie wollen möglichst eine Hirschkuh gemeinsam mit ihrem Kalb schießen. Ihm ist klar, das Thema Jagd polarisiert. Aber der Waldwirtschaftsmeister weiß auch, der Umbau des Waldes kann kaum gelingen ohne ein überlegtes Jagdkonzept. Wir müssen ja die Population nicht dezimieren, sondern wir müssen sie, denke ich, jetzt so halten, wie sie jetzt im Moment ist. Na, und gerade bei den großen Flächen, Freiflächen, die wir jetzt haben, müssen wir sehen, dass wir da auch wieder Wald hinbekommen. Und wenn wir da viel Rotwild draufstehen haben oder Rehwild, wird das halt immer wieder zurückgebissen quasi, sodass ich auch viel länger brauche, bis die kleinen Bäume dann aus dem Gras rausgewachsen sind. Um die kleinen Eichen vom Vorjahr zu schützen, ist für eine begrenzte, konzentrierte Jagd auf Hirschkuh und Kalb gerade jetzt, Anfang August, die beste Zeit. Die Anzahl der Tiere nimmt so nicht überhand. Und das Rotwild kann den Rest der Saison stressfrei leben. Nur das Alttier zu erlegen, ist keine Alternative. Aber in der ersten Augustzeit ist es einfacher, an das Alttier zu kommen, weil die Alttier-Kalb-Bindung noch relativ hoch ist. Also wenn ich jetzt das Kalb schießen sollte, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Alttier sich nicht weit entfernt, sondern nach kurzer Zeit wieder zurück zu dem Kalb kommt. Und da sind die Chancen jetzt gerade vom 1. bis 10. August relativ hoch, dass ich dann nur wirklich beide bekomme. Dafür brauchst du schon erfahrene Jäger. Ich muss mich auch so weit im Griff haben, dass ich da keinen Mist baue. Na, sobald ich dann das Kalb geschossen habe und dann ein Alttier schieße, wo ich nicht ganz genau weiß, gehörte das jetzt zu dem Kalb, das ist ganz, ganz schlecht. Okay. Na, weil das Rotwild auch nicht, also ein verwaistes Kalb wird auch abgestoßen von den anderen. Und das muss vermieden werden. Also da sollte man sich dann schon ganz sicher sein, bevor man schießt. Den ganzen Tag hier draußen bei der Arbeit und dann abends noch zur Jagd. Woher kommt Björns Begeisterung für den Wald? Ich bin als Kind schon im Wald rumgelaufen. Mein Opa war Förster. Mein Uropa und meine ganzen Vorfahren sind also im Forstbereich tätig gewesen. Und ich bin jetzt der Erste nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, der im Forst jetzt wieder arbeitet. Und vielleicht steckt das auch so drin. Ich bin jetzt in der Situation, da so mitzuwirken, den neuen Wald entstehen zu lassen, also den Grundstein zu legen. Und eigentlich würde unsere nachfolgenden Generationen die Holzvorräte bereitstellen. Was ja unser, sagen wir, mein Opa früher auch gemacht hat, da arbeiten, meine, das ernten wir jetzt quasi, was er so geplant hat. Und unseren Kindern und Enkeln wird es dann auch so gehen. Ne? Die werden dann auch mit dem leben müssen, was wir dann gemacht haben. Ob das alles richtig ist, werden wir hinterher sehen. Es ist weit und breit nichts zu sehen. Die Fichte geht zugrunde,
Die Eiche wird gefördert. Bäume wie Weimutskiefer und Birke gewinnen an Bedeutung. Doch eine neue Hiobsbotschaft lässt Björn Feuerstack keine Ruhe. Was jetzt langsam losgeht, ist die Buche. Wenn man jetzt durch die Weserenge fährt, sieht man viele Buchen, die zopftrocken werden. Das liegt halt daran, dass wir kein Wasser haben. Also es hat zwar immer mal geregnet, aber da, wo die Buchen ihre Wurzeln haben, da ist noch nichts. Das ist rappeltrocken. Und das macht sich jetzt doch bemerkbar. Und uns sterben jetzt die Buchen ab. Also das ist ein bisschen beängstigend, weil wir doch sehr, sehr viel Buche haben. Und wenn das so weitergeht, das wäre echt schade. Also das wäre schlimm, wenn uns die Buche abkackt, ja. Noch ein Problem. Als wären die Sorgen nicht schon groß genug. Rotwild lässt sich keines blicken an diesem Abend auf dem Hochsitz. Auch die anderen Jäger sind nicht zum Schuss gekommen. Doch Enttäuschung ist Björn keine anzumerken. Das ist routinierter Jagdalltag. Wie groß das Problem der geschwächten Buchen tatsächlich ist, sehen wir Ende September im Revier Wesertal. An einer Waldstraße am Hang sind Vanessa, Björn und einige Kollegen an diesem Tag bei einer kniffligen Aufgabe. Sie sind Profis, doch man merkt ihnen die Anspannung an und den Respekt, den sie vor dieser Arbeit haben. Ja, wir lassen es erstmal freistehen, dann gucken wir erstmal und dann lege ich das fest. Ich habe einen Funk an, ja. Hier hat es schon besonders viele Buchen erwischt. Erst schleichend. Inzwischen stehen tausende solcher Bäume in Hessens Wäldern. Ihre trocken werdenden Kronen zeigen, wie krank sie sind. Und wie gefährlich. Uwe Holl ist Forstwirtschaftsmeister und Experte für den Arbeitsschutz. Er berät die Forstwirte regelmäßig vor Ort im Wald. Aus gutem Grund. Das ist die gefährlichste Arbeit, die wir im Moment hier im Wald durchführen müssen. Man kann überhaupt nicht voraussagen, was passiert mit dieser Buche. Brechen da plötzlich Totäste raus, bricht so eine Buche komplett um. Der kleinste Wind kann da ausreichen. Und das ist unheimlich gefährlich, nicht nur für die Leute, die da drunter arbeiten, auch für den Waldbesucher und für alle, die hier im Wald sind. Der Reinhardswald ist Erholungsgebiet, auch für die Großstadt Kassel. Die Waldstraßen hier sind beliebte Wanderwege. Gefährliche Bäume rechts und links. Ein unkalkulierbares Risiko. Wer soll dann als nächstes dran? Ja, das ist der nächste. Okay. Also der unten steht, wird oben Richtung Straße gesagt. Dann. Situative Gefährdungsbeurteilung schon gemacht? Im Vorfeld. Und jetzt vor Ort am Baum? Ort. Am Baum noch nicht, nee, ich war noch nicht da unten. Okay. Ich war nicht da unten. Wir gehen jetzt runter. Muss mal gucken, wie die Beschaffenheit ist von dem Stamm. Ja. Ob es nur in der Krone Schäden gibt. Die Buchen sind alle sehr krank. Man kann es von außen nicht erkennen, was da im Stamm passiert ist. Die Pilze haben teilweise die Holzstruktur so geschwächt und Fäule reingebracht. Der Baum kann in sich zusammenbrechen während des Arbeitens am Baum. Es können Kronenteile runterbrechen und den Forstwirt vor Ort schlimmstenfalls erschlagen. Ein neues Problem, für das extra ein neues Fellverfahren entwickelt wurde. Das Risiko soll so klein wie möglich sein. Deshalb wird der Baum gleich von einer Winde mit einem Seil umgezogen. Viel Zeit kostet das. 4 bis 5-mal so lange, schätzen die Forstwirte, wie sie normalerweise brauchen, um eine gesunde Buche zu Boden zu bringen. Der Baum wird jetzt auf Zug gebracht. Auch das ist schon gefährlich.
Zu viel Erschütterung könnte ihn zusammenbrechen lassen. Jetzt erst kann er abgesägt werden. In ihrer letzten Arbeitswoche, bevor sie auf die Meisterschule geht, ist das nochmal Vanessas Job. Unterm Baum darf jetzt nur noch sie sein. Auch einen Fluchtweg nach hinten hat sie sich freigeschnitten. Die Arbeit eigentlich Routine, aber die Gefahr immer dabei. Also wir machen ja die sogenannte Sicherheitsfelltechnik. Das heißt, wir lassen beim Fellschnitt hinten ein Halteband, schneiden das unterhalb des Fellschnittes durch, sodass der Baum quasi noch stehen bleibt, wir in Ruhe weggehen können und können und sagen dann dem Rücker Bescheid, dass er erst anziehen kann, sodass wir unterm Baum weg sind. Trotzdem riskieren sie jedes Mal viel. Hier warm. Ja. Erst jetzt sehen sie, wie faul der Baum wirklich war. Meist ist ein Teil sogar noch zu verwenden. Ja, passt doch. Also bei 15 muss man mal. Wenn die Krone abstirbt, heißt das nicht, dass der ganze Baum nicht mehr zu gebrauchen ist. Da geht von oben eine Fäule in den Stamm rein. Aber der untere Stammbereich, der ist jetzt im ersten Jahr noch brauchbar. Auch gut als Stammholz noch zu verkaufen, bringt auch noch Geld. Wenn wir da jetzt noch ein Jahr warten, kann man jetzt nicht sicher sagen, was passiert. Aber möglicherweise ist er dann nur noch Industrieholz. Das ist eigentlich jetzt, man könnte fast sagen, zu diesem Zeitpunkt noch eine Win-Win-Situation. Wir stellen die Sicherheit wieder her und verdienen Gott sei Dank damit noch Geld und schreiben zumindest eine schwarze Null damit, ja. Einfach das Beste machen aus der Situation. Schadensbegrenzung. Mehr geht derzeit nicht. Der Blick geht trotzdem nach vorn. Auch Vanessas, die schließlich ihr Arbeitsleben im Wald noch vor sich hat. Also ich denke mal, der Wald sieht nicht mehr so aus wie jetzt. Der wird anders aussehen, aber wie, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir werden mehr Mischbestände haben, mehr Laubholz, gehe ich mal von aus. Weniger Fichte, trotzdem noch Wald. Wir können auf jeden Fall Bäume pflanzen. Das ist so die erste Rettung. Wir können die jungen Bestände weiterhin pflegen, was wir jetzt auch schon getan haben. Das ist so das, was wir machen können. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Noch einmal auf dem Hochplateau des Reinhardswaldes. Hier standen junge Fichten, 40 Jahre erst, die dennoch der Trockenheit und den Käfern nicht standhalten konnten. Ich muss noch ein Stück vor. Jetzt sollen die Eichensämlinge einen neuen Wald begründen. Der Boden ist hart und steinig. Und Vanessa hat ein besonders schwieriges Stück erwischt. Den jungen Eichenpflänzchen mit ihren Pfahlwurzeln trauen sie immerhin zu, sich tief und fest im Boden verankern zu können. Damit daraus mal ein Wald wird, müssen sie 5.000 bis 6.000 Wildlinge pro Hektar in den Boden bringen. Ohne Garantie, dass die auch angehen. Na, wie sieht's aus? Kriegt ihr die Pflanzen hier gut in den Boden oder liegt doch zu viel Reisig drauf? Geht. Wir haben zwar mächtig Humus auf Lager, aber das geht. Ja, und so skeletthaltig ist es hier auch nicht, ne? Geht. Mal mehr, mal weniger, ja, was? Mehr, mal weniger, genau. Ja. Wir wollen es einfach mal austesten hier auf kleiner Fläche, ob wir damit Erfolg haben. Das haben Generationen vor uns schon Jahrhunderte gemacht, dass man eben aus qualitativ guten Eichenbeständen Wildlinge aus der Naturverjüngung geworben hat und diese dann wie auf so einer Fläche wieder ausgebracht hat. Aber die Pflanzen sehen gut aus. Ja. Also von daher, die gehen mit Sicherheit an. Ein Versuch ist es wert.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Probieren sollten wir es mal. Probieren auf jeden Fall. Ja. Mit dem Pflanzen wird es nicht getan sein. Die meiste Arbeit für den jungen Wald kommt noch. Die müssen die ersten 2-3 Jahre konsequent von Begleitvegetation befreit werden. Dazu gehört dann Freimähen mit der Sense. Das muss per Hand gemacht werden, weil man sieht ja, die Pflanzen sind sehr klein, man sieht sie kaum. Dann müssen wir natürlich aufpassen, dass das Reh- und Rotwild sie nicht verbeißt. Das heißt also, auf so einer Fläche findet dann schon auch eine Schwerpunktbejagung statt. Und ja, das sind so die wichtigsten Hürden. Und dann können so höhere Gewalt wie Fröste können uns dann auch immer wieder ein Jahr zurückwerfen. Aber wir hoffen, dass wir sie groß kriegen. Mal sehen, was die Mäuse diesen Herbst machen. Das ist die große Frage. Bis sie im Jahr 2260 das Alter ihrer Eltern erreicht haben, werden sie buchstäblich manchen Sturm überstehen müssen. An einem sonnigen Herbstnachmittag nimmt Förster Fadersen uns noch mal mit in den Wald. An eine seiner Lieblingsecken, die Weserhänge mit ihren alten Buchen. Wir sind hier im Revier Wesertal, jetzt etwa am Mittelhang. Und das ist so ein Buchenwald, wie man sich den als Förster wünscht und vorstellt. Als diese Bäume zu wachsen begannen, war Bismarck noch Reichskanzler und das Auto noch nicht erfunden. Wie in einer Säulenhalle stehen die Buchen hier, als könne ihnen nichts und niemand etwas anhaben. Ein Wald, um den sich der Förster keine Sorgen machen muss. Also die Buche, die ist hier etwa 145 Jahre alt und hat die letzten beiden Trockensommer und auch die Stürme der letzten Jahre Gott sei Dank sehr gut überstanden. Dieser Standort hier ist gut wasserversorgt. Wir haben hier eine sehr hohe Lössauflage bis zu 6 Meter und hier hat die Buche definitiv auch Zukunft. Also wir haben hier alle Altersstufen auf einer Fläche. Wir sehen, die Verjüngung kommt ganz prima. Wir haben zielstarkes Holz auf der Fläche. Wir haben alle Dimensionen da. So wünscht man sich einen Wald. Viele Vorgänger von ihm haben diesen Wald gepflegt. Ihre Arbeit setzt Christoph Fadersen nun fort und kommt deshalb besonders gern hierher, um aufzutanken und sich immer wieder aufs Neue zu motivieren. Für den Kampf um den Wald der Zukunft. Ja, also für mich ist das hier ein Ort, ja, ich sag mal ein Ort der Erholung auch ein Stück weit. Hier ist der Wald in Ordnung, hier kann man noch mal durchatmen. Hier hat man ein schönes Waldbild, ganz im Gegensatz zu den Hochlagen, wo wir ja die letzten Jahre eigentlich nur noch Katastrophe erlebt haben. Das ist ein Hoffnungsschimmer hier und wir haben auch die große Hoffnung, dass wir die sehr stark geschädigten Ecken irgendwann wieder in den Wald bringen, der diesen Bildern irgendwann mal wieder nahe kommt.